Abend, meine Damen und Herren. Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem heutigen Abend wieder in die Veranstaltung einsteigen, nach der Sommerpause, die ja durch die vorangegangene Corona-Pause wirklich sehr lang war, unterbrochen nur durch zwei kleinere Veranstaltungen. Ich heiße Sie herzlich willkommen hier im Arkadensaal. Sie sehen rund um uns schon die Bilder einer Ausstellung, die wir anders als geplant noch nicht wirklich eröffnet haben, denn es fehlt noch das Begleitheft dazu. Das wird aber bald kommen und natürlich sind die Bilder auch jetzt schon interessant. Sie dokumentieren die 5 Jahre Bautätigkeit, die neben uns am großen Hirschgraben vor sich gegangen ist. Heute Abend nun also die Goethe-Annalen 2020. Die Abende zu den Goethe-Annalen veranstalten wir seit 2013, heute Abend zum 8. Mal. Vorgesehen waren sie schon im Frühjahr, Ende März standen sie im Programm und wie alles andere wurden sie kurzfristig abgesagt. Aber gerade die Annalen wollten wir natürlich, wenn irgend möglich, in diesem Jahr nachholen. Und ich freue mich sehr, dass das heute möglich ist und bedanke mich bei unseren beiden Gästen, dass sie trotz der Einschränkungen heute hier sind, mit allen Vorsichtsmaßnahmen. Ja, ich bedanke mich sehr. Ich denke, alle, die heute Abend hier sind, kennen die Goethe-Annalen und wissen, dass wir uns in jedem Jahr mit Goethe 200 Jahre zurückversetzen, auch mit der Vorstellung, dass wir dadurch unserer eigenen Gegenwart historische Tiefenschärfe verleihen. 200 Jahre, das ist einerseits lange her und andererseits finden wir doch sehr vieles, was uns sehr verwandt vorkommt. Und wir stellen immer wieder fest, dass Goethes Perspektive und Goethes Erfahrungen sich gut eignen als Vehikel für eine solche Zeitreise, weil Goethe ein aufmerksamer Beobachter seiner Zeit war und weil wir über Goethes Erfahrungen, seine Erlebnisse und seinen Jahresablauf ausnehmend gut informiert sind. Dazu gleich mehr. Jetzt erst Goethe. Ich rufe dich, verrufenes Wort, zur Ordnung auf des Tages. Denn Wichte, Schelme solchen Schlags, die wirken immerfort. Warum willst du dich von uns allen und unserer Meinung entfernen? Ich schreibe nicht, euch zu gefallen. Ihr sollt was lernen. Ist das denn klug und wohlgetan? Was willst du Freund und Feinde kränken? Erwachsene gehen mich nichts mehr an. Ich muss nun an die Enkel denken. Und sollst auch du und du und du nicht gleich mit mir zerfallen, was ich dem Enkel zuliebe tue, tue ich euch allen. Verzeiht einmal dem raschen Wort und so verzeiht dem Plaudern, denn jetzo wär's nicht ganz am Ort, wie bis hierher zu zaudern. Wer in der Weltgeschichte lebt, dem Augenblick sollt er sich richten. Wer in die Zeiten schaut und strebt, nur der ist wert, zu sprechen und zu dichten. Sag mir, worauf die Bösen sinnen, andern den Tag zu verderben, sich den Tag zu gewinnen, das meinen sie heiße erwerben. Was ist denn deine Absicht gewesen, jetzt neue Feuer anzubrennen? Diejenigen sollen's lesen, die mich nicht mehr hören können. Einen langen Tag überlebt ich schön, eine kurze Nacht. Die Sonne war eben im Aufgehen, als ich zu neuem Tag erwacht. Deine Zöglinge möchten dich fragen, lange lebten wir gern auf Erden. Was willst du uns für Lehre sagen? Keine Kunst ist's, alt zu werden. Es ist Kunst, es zu ertragen. Nachdem einer ringt, also ihm gelingt, wenn Manneskraft und Hab ihm Gott zum Willen gab. Den hochbestandenen Föhrenwald pflanzt ich in jungen Tagen. Es freut mich so. Man wird ihn bald als Brennholz niederschlagen.
Die Axt erklingt, da blinkt schon jedes Beil, die Eiche fällt und jeder Holz sein Teil. Ein alter Mann ist stets ein König Lear. Was Hand in Hand mitwirkte, stritt, ist längst vorbeigegangen. Was mit und an dir liebte, litt, hat sich woanders angehangen. Die Jugend ist um ihrentwillen hier. Es wären töricht zu verlangen, komm, ältele du mit mir. Diese Reihe der zahmen Xenien sollte den heutigen Abend eröffnen. Ich habe vorhin vorstell begrüßt, aber ich hoffe, es schadet nichts. Wir kommen auch so wunderbar in das Goethejahr 1820 hinein, in dem diese zahmen Xenien in seiner Zeitschrift über Kunst und Altertum das erste Mal das Licht der Welt erblicken. Ich begrüße sehr herzlich unsere beiden gewohnten Vertrauten und glücklicherweise dieses Jahr wieder hier anwesenden Gäste, Ernst Osterkamp aus Berlin und Gustav Seibt, ebenfalls aus Berlin. Und ich verzichte jetzt auf eine ausführliche Vorstellung, weil ich denke, dass Sie alle die beiden ausreichend kennen. Ernst Osterkamp ist derzeit Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Wir erleben ihn in dieser Funktion in den letzten Jahren wieder, und dieses Jahr können wir ihn hier nochmal erleben. Er kommt nämlich zu unserer kleinen Divan-Tagung Ende September und wird über das Buch Timur im westöstlichen Divan sprechen. Und Gustav Seibt, Historiker, Literaturkritiker, Schriftsteller, Journalist und Autor einer ganzen Reihe von wichtigen Goethe-Büchern. Eins ist da vorne auf dem Tisch auch ausgelegt. Ja, jetzt an unsere beiden Gäste die Frage: Was hat es mit dieser Reihe von Xenien auf sich? Inwiefern, warum beginnen wir das Jahr 1820 mit dieser Reihe? Ich weiß nicht, wer beginnen möchte. Ja? Ich wollte also nur bekannt geben, dass ich gerade etwas für uns hier getan habe. Ich habe nämlich gerade mein Facebook-Profil auf öffentlich gestellt, beziehungsweise den Livestream. Das heißt, jetzt haben wir eine bestimmte Zielgruppe nochmal versucht zu erreichen. Gut. Darum habe ich mich mit dem Telefon beschäftigt. Denn wir werden sozusagen gesendet. Wir sind sozusagen heute auch digital publik, weil wir ja hier nur so eine sehr eingeschränkte Gästezahl also begrüßen können, haben wir beschlossen, dass wir es auch im Internet zugänglich machen. So, jetzt Herr Osterkamp zu den Xenien. Nicht nur zu den Xenien, die zahmen Xenien, deren Reihe im Jahre 1820 eröffnet wird in Goethes fast von ihm allein geschriebener Zeitschrift Kunst und Altertum, die ein großes Alterswerk, ein großes Altersprojekt ist, das ihn fast bis über seinen Tod hinaus begleitet, denn das letzte Heft erscheint 1832 nach seinem Tod. Die zahmen Xenien erscheinen dort in diesem Heft in lockerer Folge, und es sind Hunderte und Aberhunderte von Texten, die im Lauf der nächsten 12 Jahre aufeinander folgen. Sie unterscheiden sich nachdrücklich von den Ihnen gut bekannten Xenien, die Goethe in den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts gemeinsam mit Schiller als eine große Literaturpolemik verfasst hat. Dies sind hier ganz, ganz anders formulierte Texte. Sie haben auch nicht die Strenge der Xenien, sie sind also nicht in Distichen gehalten, sondern sie haben eher so eine Art, das haben Sie gemerkt, das ist auch für uns nicht ganz einfach zu lesen gewesen, sie haben so eine Art pseudo-volkstümlichen Ton, der aber in Wirklichkeit ausgesprochen kunstvoll ist. Sie arbeiten mit Knittelversen, mit sehr unregelmäßigen Reimen, manchmal auch sehr unreinen Reimen. Warum macht er das? Wenn Sie so wollen, es könnte sein, dass es eine Art Selbstreflexion im Medium der Poesie von fast Tagebuchcharakter ist. Wann immer ihm eine Idee zur Zeit kommt, verfasst er das in diesen zahmen Xenien.
Und er wird damit in den Jahren von 1820 bis 1832 in dieser ungeheuren Folge von Einzelkommentaren zu dem, wie er die Welt sieht und wie er sie begriffen sehen möchte, aber auch wie er sie organisiert sehen möchte, auch politisch organisiert sehen möchte, eine Art Nationalerzieher der Deutschen in kleinen Versen. Die Deutschen haben es ihm nicht gedankt. Ich glaube, diese Gedichtgruppe der zahmen Xenien gehört als unpoetisch gescholten zu den unbeliebtesten Texten Goethes überhaupt. Wenn wir damit heute angefangen haben, so ist das ein nachdrückliches Plädoyer dafür, sie mit Sorgfalt zu lesen. Denn jeder dieser kleinen Verse hat es verdient, gewissermaßen nicht nur als politisch oder moralisch-ethische Proklamation, auch naturwissenschaftliche Proklamation des späten Goethe gelesen zu werden, sondern auch als ein fast einsames Medium der Selbstreflexion, der eigenen Positionsbestimmung eines Menschen, der nun 70 Jahre alt ist. Heute wissen wir alle, die wir hier im Saale sitzen, 70 ist doch kein Alter. Im Jahre 1820 ist das deutlich anders. Eines Mannes, der von sich immer stärker überzeugt ist, dass er, wenn nicht aus der Zeit herausgefallen, so doch in Opposition zum Zeitgeist steht. Und das heißt also, in eine Position der Einsamkeit hineintritt. Nicht Einsamkeit in einem sozialen Sinne, sondern Einsamkeit in seinem Verhältnis zu den geistigen Bewegungen der Epoche und mit diesen kleinen Versen einfach immer wieder in Gedächtnis ruft, was die Ausgangsbasis, die gedankliche, die wissenschaftliche, die theoretische, die künstlerische Ausgangsbasis seiner selbst ist. Und dies vor dem Hintergrund, und deshalb haben wir diese Auswahl vorgetragen, im Hintergrund des Bewusstseins: Ja, ich bin alt geworden. Ich schreibe nicht mehr für euch, ich schreibe für meine Enkel. Und wenn er von Enkeln spricht, und das ist immer die wunderbare Konkretheit bei Goethe, dann sagt er nicht für die nächste und die übernächste Generation, nein, er sagt stolz, ich bin Großpapa und werde in diesem selben Jahr zum zweiten Mal Großvater. Und er ist rasend stolz darauf, dass er sozusagen seine eigene Präsenz in die Zukunft hinein verlängert, und er spricht mit der Zukunft, indem er diese Xenien formuliert. Das wäre jetzt an vielen, vielen Einzelheiten zu zeigen, aber Gustav Seibt wird sicher noch Bedeutendes dazu sagen. Ganz kurz nur, Alterslyrik als Lyrik der Verknappung und der Zusammenfassung. Das heißt, das ist Spruchdichtung. Es gibt dieses wunderbare Buch von Wolfgang Preisendanz, die Spruchform in der Lyrik des alten Goethe und ihre Vorgeschichte seit Opitz, die sich diesen Xenien eben auch gewidmet hat. Sehr schön auch der Essay von Martin Mosebach zu den zahmen Xenien im Beck Verlag als Überblick, mit dem Hinweis eben, es ist eine Form des Sprichwörtlichen und des Gnomischen, die auch reagiert auf schwindende Lebenszeit, die also die Dinge kurz halten möchte. Und dieses Motiv der schwindenden Lebenszeit und des zu Ende gehenden, auch körperlichen Lebens, hat Goethe immer wieder thematisiert und nach meinem Eindruck zum ersten Mal regelmäßig in diesem Jahr 1820, vielleicht auch tatsächlich in Reaktion auf den 70. Geburtstag im Jahr zuvor, der ja prächtig gefeiert wurde, obwohl Goethe selber da in der Kutsche saß und sich gar nicht feiern lassen wollte, aber er wurde eben überall in Deutschland prächtig gefeiert. Und es sind eben die biblischen 70 Jahre. Das heißt, eigentlich hat man zu Ende gelebt, wenn man 70 geworden ist in diesem alten Europa. Und nun findet im Gefolge dieses 70. Geburtstags ein bezeichnender Vorgang statt. Man möchte ein Goethe-Denkmal
in Frankfurt hier am Ort schaffen und sucht dafür Bildhauer und Büsten und eine realistische Darstellung Goethes in seinem gegenwärtigen Lebensalter und Zustand. Und da wird also an Dannecker gedacht, den Bildhauer, der die berühmte Schillerbüste am Ende des 18. Jahrhunderts gemacht hat und den Goethe bei dieser Gelegenheit dann auch kennenlernte. Und Goethe ist bedenklich und schreibt in diesem Zusammenhang einen Brief an Boissere, der in dieser Initiative beteiligt war, die ein erschütterndes Bekenntnis eigentlich zum eigenen Altwerden ist, das in dieser Deutlichkeit doch ziemlich einzigartig dasteht. Er schreibt am Ende eines Briefes, wo noch Platz am Papier ist, den er nutzen möchte. Da ich noch Platz vor mir sehe, so wende ich mich denn noch zu jenen Betrachtungen, die ich oben liegen ließ. Sollte es nicht etwas bedenklich sein, meine Freunde, einen Bildhauer dahin zu senden, wo er keine Formen mehr findet, wo die Natur auf ihrem Rückzuge sich nun mit dem Notwendigen begnügt, was zum Dasein allenfalls unentbehrlich sein möchte? Wie kann dem Marmor ein Vorbild günstig sein, aus dem die Fülle des Lebens verschwunden ist? Goethe spricht über sich selbst. Schon Jahre sind es, dass wir uns nicht gesehen haben, über 20 Jahre. Ich wünsche, dass unser werter Künstler sich nach einer langen Wallfahrt nicht allzu sehr getäuscht fühle. Das kommt immer wieder in den Briefen, nicht in dieser deutlichen Thematisierung des Körperlichen, aber doch auch des Geistigen, also wie er arbeitet, wie er Schwierigkeiten hat, bei einer Sache zu bleiben, wie er in der Produktion mühsam sich zu konzentrieren versucht, in all dem, was er ständig und gleichzeitig nebeneinander macht, denn in diesem Jahr macht er so besonders viel nebeneinander, was es auch uns jetzt schwierig machen wird, das alles zu resümieren. Aber zum Überblick dieser seltsamen Situation noch ein Zitat von Riemer, seinem Mitarbeiter, der mit dem scharfen Blick des Kammerdieners von schräg unten, der mit dem großen Mann so überaus vertraut ist, aber auch einen gewissen Rochus eben entwickelt, wie das dann eben beim Personal gelegentlich stattfindet. Riemer schreibt am 4. November 1820 eine ganz böse Beobachtung. Goethe arbeitet schon lange nicht mehr aus dem Ganzen. Es sind Petersflecke, die er aus der Hölle hervorholt und zu Teppichen der Harlekinsjacken zusammennäht. Und ich musste dann auch erst nachschauen im Grimmschen Wörterbuch, was sind eigentlich Petersflecken. Petersflecken sind Lumpen, ist verbrauchter Stoff, den man dann nochmal neu zusammennäht zu eben bunten Jacken. Und das hat Riemer eben aus der Nähe der Arbeitsvorgänge ganz gut gesehen. Goethe produziert eben ständig irgendwelche Zeitschriften aus Alt und Neu, Kunst und Altertum, altes Material, oft 20 Jahre altes Material, ergänzt dann neues Material, aktuelle Beobachtungen dazu und ebenso die Hefte zur Morphologie, die ganz viel ältere naturwissenschaftliche Papiere sammeln. Und dann sagt Goethe, aus den lethäischen Fluten hole ich das hervor. Und plötzlich ist das nächste Kapitel eine autobiografische Erinnerung an seine Jugend, die er aber ganz frisch geschrieben hat. Das heißt, er arbeitet im Prinzip Zeitschrift, fast Blog, in dem er Material kombiniert und mosaikhaft zusammensetzt. Und was, glaube ich, für uns jetzt auch interessant ist, dass auch die großen Werke, die 1820 eben dann doch entstehen, entgegen dem, was Riemer behauptet, nämlich erstens Kampagne in Frankreich beginnt 1820 zu entstehen und zweitens Wilhelm Meisters Wanderjahre, die erste Fassung beginnt 1820 zu entstehen. Beide Werke, die dann ja berühmt wurden und wirkliche Werke sind und nicht einfach nur Zusammenstellung, werden aber auf ganz ähnliche Weise produziert, nämlich aus vorliegendem Material montiert, kann man fast sagen. Und das erklärt ein bisschen den Zusammenhang dieser Disparität der goethischen Produktion, nicht nur in diesem Jahr, aber besonders in diesem Jahr, dass er im Grunde vor einem riesigen Feld von Material steht und da Lücken auffüllt.
und dann eins nach dem anderen in die Welt sendet. Und im Briefwechsel sieht es so aus, dass ihm das neue Heft von Über Kunst und Altertum oder das dritte Heft, der Hefte zur Morphologie, eigentlich genauso wichtig ist wie Wilhelm Meisters Wanderjahre, dass das für ihn eigentlich denselben Rang und dieselbe Arbeitsbedeutung hat. Und auch das gehört eben zu dieser Altersmethode, aus dem Bestehenden zu arbeiten und dann die Sachen neu zusammenzufügen. Wobei man nochmal gucken müsste, sozusagen, ob es wirklich einen Moment gibt, an dem das anfängt, oder ob das nicht ein allmähliches Reinfinden in diese Arbeitsweise ist, denn dieses in Heften arbeiten hat ja auch schon eine Vorgeschichte vor 1820. Aber Ernst Osterkamp wollte, glaube ich, nochmal zur Büste einhaken, wenn ich das richtig gedeutet habe. Gustav Seibt hat jetzt tatsächlich einen sehr, sehr guten Überblick über die Produktionsweise gegeben. Das ist, glaube ich, ein Resultat, das muss man einfach so festhalten, nicht? Dass hier ein Autor zum Redakteur seiner selbst wird, nicht? Und natürlich, auch, ich glaube auch, das gehört zu der Alterserfahrung hinzu, der sitzt auf Bergen von Stoff, der sitzt auf Bergen von Manuskript und der hat das Bedürfnis einzufahren und es der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, das in der Situation, wo das große lyrische Alterswerk dem Publikum zur Verfügung steht, der Divan ist abgeschlossen, tröpfelt er in die Rezeption hinein und jetzt müssen all die anderen Papiere auf den unterschiedlichsten Ebenen zusammengeführt werden. Da habe ich dem, was Gustav Seibt gesagt hat, nichts hinzuzufügen, außer einer vielleicht provokativen Äußerung. Der Begriff des Redakteurs, den wir haben, ist vom Journalismus geprägt. Das ist derjenige, der täglich ein Blatt zusammenführt aus heterogenen Materialien und trotzdem irgendwo die Suggestion eines Zusammenhalts herzustellen versucht. Ich glaube, dass der Begriff des Redakteurs für Goethe ein grundsätzlich anderer war. Und das ist mir im Zusammenhang mit der neuen Lektüre und Durchsicht der Wanderjahre, also der ersten Fassung der Wanderjahre. Die Wanderjahre erscheinen im Jahr 1821, also im nächsten Jahr werden sie uns nochmal beschäftigen müssen. Die zweite Fassung erscheint dann 1829. Ist mir dieses neue Verständnis des Redakteurs aufgegangen, insofern, als Goethe, während er an den Wanderjahren als Redakteur arbeitet, der also unterschiedliche Materialien so zusammenführt, dass sie eine gesamte Erzählung ergeben, gleichzeitig die Ilias, und das ist schon was, nochmal ganz von vorne bis hinten liest, einen großen Überblick von 2 bis 3 Dutzend Seiten von allen Motiven der Ilias gibt. Das heißt also, die Gesamtheit der Ilias aus der Fülle der Motive erschließt und zu diesem Zweck noch einmal Friedrich August Wolffs Prolegomena ad Homerum liest, wo Friedrich August Wolff in den 10er Jahren des 19. Jahrhunderts erst zu Goethes gewaltiger Irritation die These aufgestellt hat, dass die Ilias nicht von einem Autor stammt, sondern von einem Redakteur, dass es redigiert worden. Ein Kollektivsubjekt. Ein Kollektivsubjekt. Das heißt, Goethe beschreibt sich in der Arbeit an den Wanderjahren als Redakteur und misst sich natürlich implizit an dem Redakteur der Ilias. Und das ist der eigentlich, ich weiß nicht, ob das in der Goethe-Forschung registriert worden ist. Ein bisschen, ja. Das, aber das ist natürlich, wir, der heutige Leser tut so, als ob hier der Autor sich klein macht. Nein, er macht sich riesengroß, dadurch, dass er sich einen Redakteur Das zweite nennt. Buch ist natürlich die Bibel, über die hat Goethe ja auch als Kollektivwerk, als ein Buch aus Büchern, als Buch ohne einzelnen Autor, das eben ein Kollektivsubjekt. Und der kollektive Autor ist dann ja ein Begriff, den er 2, 3 Jahre später, ich glaube 1823, zum ersten Mal gegenüber Eckermann verwendet. Ja. Es gibt jetzt eine ganz gute neue Arbeit von Kai Sina zu diesem Thema über den kollektiven Autor.
Aber es ist, glaube ich, trotzdem muss man sehen, dass diese, also wenn wir von heutigen Redakteursbegriff denken, dann geht es darum, dass man die Beiträge von unterschiedlichen, aus unterschiedlichen Quellen zusammensetzt. Und hier sind es zwar auch unterschiedliche Zeiten, aus denen die Texte kommen, aber es sind ja doch alles goethische Texte. Er setzt aber unterschiedliche hier, Genres. Ganz ja. unterschiedliche Genres, und, unterschiedliche Herkünfte. Ja. Aber so wie es ja doch bemerkenswert ist, dass er eine Zeitschrift herausgibt über Kunst und Altertum von 1816 bis 1832 und die fast vollständig, also zu 80% mindestens, alleine bestreitet. Also das sind lauter Beiträge, aber sie stammen immer von Goethe. Von Meyer kommt noch ein bisschen was dazu und dann gibt es noch zwei, drei weitere. Aber das ist ein erstaunliches Unternehmen, eine ganze Zeitung alleine zu bestreiten. Und wenn man sich diese Zeitschrift genauer anguckt, dann hat sie durchaus etwas, was in einer Spannung zu diesen am Anfang gehörten Xenien steht, zahmen Xenien steht, wo er sagt, die Erwachsenen von heute, die sagen mir nichts, ich rede zu den Enkeln. Diese Zeitschriften hat auch deutlich die Funktion, die Kommunikation mit den Zeitgenossen aufrechtzuerhalten. Denn er liest und rezensiert gerade neu erschienene Werke und schreibt gelegentlich in einem Brief sogar an einen Autor eines solchen Werkes, ich habe jetzt keine Zeit im Brief, dir dazu was zu sagen, das schreibe ich dann in der Zeitschrift. Das heißt, die Zeitschrift wird im Grunde auch ein Ersatz für die persönliche Kommunikation. Sie hat einen sehr kommunikativen Anspruch und ist gar nicht so sozusagen weit weg von der von dem gegenwärtigen Geschehen. Wobei es sicher richtig ist, dass Goethe bei den Werken, die sozusagen nicht diesen Tagesorientierung im Zeitschriftenzusammenhang haben, etwa in den Wanderjahren, auch in der Kampagne in Frankreich, sicher eine andere Zielgruppe im Blick hat. Insofern würde ich bei aller Vergleichbarkeit der Verfahren doch da auch nochmal unterscheiden in diesen, in den ja, nicht zuletzt in den Adressierungen, die diese verschiedenen aus Peters Flecken zusammengesetzten Werke haben. Ja gut, aber es ist ja ein Leitmotiv auch journalistischen Schreibens, vor allem auch des journalistischen Schreibens von Schriftstellern, dass sie an einem sehr sichtbaren Ort sagen, ich gehöre aber überhaupt nicht dazu. Also das ist ja die Methode Boto Strauß. Ich äußere mich als der weltabgeschiedene Magus aus der Uckermark, aber wo tue ich es? Im Spiegel. Und diese Spannung, um nicht Dialektik zu sagen, kostet Goethe natürlich in diesen Projekten auch immer aus. Also diese Sprüche, die wir gerade, die erste Reihe, die wir gerade zur Hälfte vorgelesen haben aus den zahmen Xenien, die erscheinen ja dann am Ende von so einem Heft, so als Art Rausschmeißer. Also vorher geht es um ganz ernsthafte Gegenstände, Archäologie und Kunstgeschichte und der neue Manzoni und Dinge der literarischen Kritik eben und der Kunstpolitik. Und dann kommt übrigens auch typografisch abgesetzt, denn diese Zeitschriften sind normalerweise in Fraktur gedruckt, aber die Xamen Xenien sind dann eben in Antiqua, auch ein Punkt kleiner gedruckt, kommt dann eben noch dieses, ja, dieses Selbstständigkeitssignal, ich kann auch ganz anders und ich muss das alles gar nicht und ich kann es auch in vier Zeilen und nicht in 40 Seiten machen. Und das gehört jetzt nicht zum Journalismus vielleicht, aber zur zeitkritischen Schriftstellerei eben auch immer schon dazu. Und zusammen mit der Reflexion auf das Lebensalter ist das natürlich einfach auch eine Selbstbeschreibung des Autors, der als Kollektivautor eben so viele Dinge gleichzeitig macht und dann ja auch zum Historiker seiner selbst wird. Also er ist ja nicht nur der Redakteur, er ist ja auch der Archivar seiner selbst und weist immer darauf hin, wie lange diese Texte teilweise schon bei ihm rumliegen und dass er sie jetzt erst druckt und dass sie oft schon ein Menschenalter alt sind. Er ist eben auch alt genug, um 30 Jahre altes Material wieder auffrischen zu können. Und das passt natürlich zu dem autobiografischen Riesenunternehmen, das eben weitergetrieben wird. Also Kampagne in Frankreich ist ja im Grunde die dritte Front. Also erst kommt Dichtung und Wahrheit, dann kommt die italienische Reise und dann kommt Kampagne in Frankreich. Und alle drei Werke sind noch nicht fertig und werden auch nicht so schnell fertig. Kampagne in Frankreich wird dann relativ schnell fertig, 1822. Aber die italienische Reise wird erst 1829 fertig und der vierte Band von Dichtung und Wahrheit wird erst posthum publiziert. Den hat er gar nicht bei Lebzeiten publizieren wollen. Das heißt, er
Er fräst sich sozusagen in seine eigene Lebensgeschichte in so drei Kolonnen vor. Und jetzt ist eben der Krieg, der Revolutionskrieg dran in diesem Jahr 1820. Ja, bevor wir dazu kommen, denn das ist, glaube ich, die wichtigste Beschäftigung Goethes in den ersten Monaten des Jahres 1820. Also das prägt die Frühlingsmonate, also Februar, März ist er damit sehr beschäftigt. Bis er nach Karlsbad fährt, ist er dann im Wesentlichen. Er fährt im Mai nach Karlsbad, glaube ich, und bis dahin beschäftigt er sich mit dem Französischen Krieg. Und also dazu würden wir gerne mehr hören zur Kampagne in Frankreich, aber ich hatte den Eindruck, dass Herr Osterkamp noch zu dem Thema vorher war. Also ich wollte gerne Gustav Seitz' Stichwort Archivar seinerseits aufgreifen, das ist absolut richtig. Er möchte, dass nichts verkommt von all dem, was er produziert hat. Aber was ich noch faszinierender finde, ist, dass dieses selbe Jahr 1820 auch eines ist, wo er zum Kommentator seiner selbst wird. Er steht vor der Situation, und das ist auch wiederum ein Innewerden des Generationsbruchs und sozusagen des Zurücktretens. Was er als Alter bezeichnet, lautet ja ein allmähliches Zurücktreten aus der Erscheinung. Das hat er später mal so formuliert. Das ist für ihn das Alter. Und da steht er vor der Situation, dass er eine Fülle von Gedichten, von Texten geschrieben hat, die wirken ins bedeutend Allgemeine hinein, die wirken jetzt auch in eine kommende Generation hinein, aber es haben sich gewaltige Verständnisschwierigkeiten aufgebaut. Und jetzt muss ich zu meinem eigenen Kommentator werden. Und er wird es am Beispiel einer seiner bedeutendsten Gedichte aus der späten Zeit, den Urworten Orphisch, mit einem ganz, ganz interessanten Querhinweis, nämlich dem, dass er feststellt, die Frauen verstehen das. Die Frauen sind nach innen gewendet. Die Frauen können eine existenzielle Problematik, die von lebensentscheidender Bedeutung ist, wenn Sie so wollen, intuitiv, aber auch beglaubigt aus ihrer eigenen Lebenserfahrung, ohne Kommentar nachvollziehen. Die Männer sind die Allegorien der Borniertheit. Die schaffen das nicht. Die stehen außerhalb ihrer selbst und sind deshalb nicht in der Lage, das Wesentliche zu erfassen. Wenn Sie die Briefe Goethes in diesem Jahr 1820 lesen, und es sind dämonisch viele, es sind weit über 600 Druckseiten, so werden Sie nicht wenige wirklich herausragende Äußerungen der Verehrung von Weiblichkeit dort finden. Nicht einfach nur so in dem Gestus höfischer Courtoisie, sondern Frauen können etwas erfassen, was Männer nicht erfassen können. Und das zweite große Beispiel des Selbstkommentars ist natürlich der berühmte Kommentar zur Harzreise im Winter, ein Gedicht, das wir alle lieben, von dem Goethe aber sagt, das ist ein absurder Text. Und den erkläre ich euch jetzt Indem er ihn eigentlich autobiografisch anreichert. Der wird, und das wird ja auch Gegenstand der Kampagne in Frankreich auch nochmal. Ja. Vielleicht aber doch noch eine Bemerkung einfach zu dem Jahr als Ganzen, damit wir das auch jetzt hier vor Augen haben. Mir erscheint das ein ungewöhnliches Jahr in seiner ganzen Tektonik, und zwar deswegen, weil es ein wirklich ruhiges Jahr ist. Die große Weltgeschichte schlägt nicht unmittelbar durch. Es ist nicht die Hektik von 1819, es ist sowieso nicht die von 1813 und den Kriegsjahren, sondern es ist irgendwo ein Jahr äußerer Ungefährdetheit. Man kann sich frei durch Europa bewegen, gelegentlich erreichen einen aus fernen Metropolen Nachrichten von Attentaten, aber so ist mittlerweile die Wirklichkeit. Und im Gefolge der Gründung der Heiligen Allianz muss ja auch die kollektive Hysterie immer wieder aufgeheizt werden, damit die Heilige Allianz weiter so funktionieren kann. Aber im Wesentlichen ist das ein ruhiges Jahr und auch ein für Goethe deshalb ungewöhnliches Jahr. Zu Anfang wird die Kampagne in Frankreich geschrieben und sozusagen
die unruhigste und unangenehmste Phase seines Lebens in äußerster Ruhe vergegenwärtigt. So könnte man vielleicht sagen. Dann sagt er, ja, jetzt bin ich aus dem Schlamm von Frankreich raus und fahre jetzt erstmal zur Erholung nach Marienbad für 6 Wochen. Insgesamt mit einer der für mich hübschesten Anekdoten aus dem Leben eines Alkoholikers, nämlich bevor er abreist, beauftragt er seinen Weinhändler, einen Eimer Wein nach Karlsbad zu schicken. Da muss man sich tatsächlich genau kundig machen, was in den deutschen Landen jeweils ein Eimer ist. Es sind 80 Flaschen. Das heißt, er hat für seinen 4-wöchigen Aufenthalt in Karlsbad 80 Flaschen vorgesehen als Grundnahrungsmittel. Und gerät in Panik, als das Ganze nicht angekommen sind. Die ersten Briefe beschäftigen sich damit, wie komme ich jetzt an meinen Wein. Er schreibt an die verschiedenen Zollstationen. Genau, es gibt eben mehrere Möglichkeiten. Man kann über Asch, man kann über Eger, man kann an verschiedenen Zollstationen den Wein einführen nach Böhmen. Und danach ist er 7 Monate in Jena. Das heißt, er ist in diesem Jahr überhaupt nicht zu Hause, sondern nur in den letzten 2 Monaten oder 3 Monaten des Jahres. Warum ist er nicht zu Hause? Weil Ottilie zum 2. Mal schwanger ist, und diese Unruhe mutet er sich nun wirklich nicht zu und schreibt dauernd Briefe an die Familie, in denen steht, ich bin dauernd bei euch, ja, vergesst mich nicht. Und auch das gehört zu seinem Leben dazu. Aber was hat das zur Konsequenz? Und das ist ja das, was uns hier beschäftigt. Diese äußere Ruhe ist eine Ruhe zur gesteigerten Produktivität. Was er in diesem Jahr schafft, ist für mich schlechterdings unbegreiflich. Es steht ein großes Werk am Anfang, es steht ein großes Werk am Schluss. Und dazwischen stehen viele, viele, ja nicht mal Kleinigkeiten. Hier sind große Unternehmungen. Große Unternehmungen, ja. Zu den Naturwissenschaften, zur bildenden Kunst, die gesamte Breite seiner geistigen Existenz. Und das ist staunenswert. Bevor wir jetzt zur Kampagne in Frankreich kommen, würde ich gerne noch ein Zitat aus einem Brief aus dieser Septemberzeit nach der Geburt des 2. Enkels, an dem aus meiner Sicht, ich denke, da wird sehr schön deutlich, dass er sozusagen diese Ruhe auch sozusagen sich psychisch sozusagen darum bemüht, dass er diese Ruhe hat und dass er sich nicht zu sehr beeinträchtigen lässt von der immer bedrohlichen, von dem bedrohlichen Unglück, was passieren kann. Er macht sich große Sorgen um seine Schwiegertochter. Ja. Er freut sich über den Enkel, aber in Wirklichkeit macht er sich vor allen Dingen Sorgen, dass der Tochter was passieren könnte. Und das hat das ist für ihn eine ganz wichtige Person, auch für sein Leben. Also ohne Ottilie hätte er sich gar nicht vorstellen können, wie sein Leben weitergehen soll. Und da schreibt er an Schulz, mit Blick auf die Sorgen um Ottilie, so fahren wir mit den unsrigen auf dieser dünnen Eiskruste auf Stahlschuhen hin und wieder, des Versinkens eine oder des anderen täglich gewärtig. Also die Vorstellung, das kann gleich zu Ende sein, die begleitet ihn. Und er gewinnt diesen unruhigen Untergrund, der viel mit dem Bewusstsein des Altwerdens zu tun hat, diese erstaunliche, konzentrierte Ruhe für sein Werk ab, was ja nicht nur ein Werk ist, von dem wir jetzt gleich reden, was er als Schriftsteller schreibt, sondern er ist ja auch noch vielseitig tätig in der Organisation der Jenenser wissenschaftlichen Anstalten. Also er ist in Jena, weil er da Ruhe hat. Er sitzt in diesem Garteninspektorhaus im Botanischen Garten. Aber er ist mit allen möglichen Aufgaben betraut, die noch mit seiner Leitung der wissenschaftlichen Anstalten der Jenenser Universität zu tun haben. Dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Jetzt wollen wir erstmal zur Kampagne kommen, denn damit fängt das Jahr an. Und die Frage ist ja doch wirklich, warum ausgerechnet in diesem Jahr die Kampagne, was beschäftigt ihn da eigentlich, wie kommt er jetzt, wie kommt er dazu und was macht er jetzt damit? Gut, man kann natürlich sagen, es war dran, es war klar, dass er diese wichtige Episode in seinem Leben einmal verschriftlichen würde, denn er hat ja
vor allem gegenüber jungen Frauen immer wieder angegeben von seinen Kriegserfahrungen. Also das Kanonenfieber vor Valmy, das hat jede junge Frau, der Goethe sich näherte, glaube ich, mindestens einmal gehört. Und ebenso oft ist es dann auch in den Gesprächen Goethes überliefert, bevor es dann eben verschriftlicht wurde. Also das Bravourstück, eigentlich in die Front reinzureiten und dann diese sonderbaren Sinneserfahrungen zu machen mit dem Brausen im Ohr und dass die Welt sich bräunlich-rötlich färbt und dass man in einen anderen Zustand übergeht. Also im Grunde so eine Präfiguration von Ernst Jünger, also der kühl beschreibende, notierende Reiter in der Gefahr. Darüber hat Goethe sehr oft gesprochen und also musste es auch aufgeschrieben werden. Und es ist ja dann auch großartig aufgeschrieben worden. Ich glaube ja, dass tatsächlich das Tagebuchwerk von Jünger sich im Wesentlichen ist eine Streckung dieser kondensierten Seiten aus Campagne in Frankreich. Also das ist jedenfalls ein Vorbild von Jünger gewesen. Aber ich glaube, es gibt einen doch unmittelbaren Bezug auf diese Epoche, jetzt nicht unbedingt auf das Jahr, aber auf die Jahre in dieser Zeit. Und da möchte ich Ihnen ein bisschen widersprechen, so ruhig war das ja eben nicht, sondern im Blickwinkel der Zeitgenossen, und das weiß man einfach aus der diplomatischen Korrespondenz, die Goethe ja auch sich schicken ließ und immer wieder eingesehen hat, herrschte bei den restaurativen Oberschichten dieser Zeit Terrorfurcht. Also es hat eben eine Reihe von Attentaten gegeben. Kotzebue war in Deutschland das Prominenteste, aber es hat auch Attentatsversuche auf den russischen Zaren gegeben. Der Duc de Berry ist umgekommen, dann ist erschossen worden, hat Goethe im Tagebuch vermerkt. Und es hat immer wieder studentische Unruhen gegeben, die man wie immer bei Terror zu ernst genommen hat. Das ist ja das Wesen des Terrors, dass er will, dass man ihn ganz ernst nimmt und die Gelassenheit eben verliert. Und auch Goethe hat sich natürlich bei jedem jungen Besucher gefragt, er war ja auch ein berühmter Schriftsteller, er war ja auch nicht unumstritten, vielleicht hat er auch den Dolch im Gewande, wenn ein Kotzebue ermordet werden kann, dann kann ja möglicherweise auch ein Goethe ermordet werden. Und einer seiner Besucher, ein Student, der einen Termin bei ihm in Jena hat, der sagt, er war zu früh. Er hat sich nicht getraut, zu früh zu kommen und ging also unter dem Fenster von Goethe mehr als eine Viertelstunde auf und ab, um dann on time bei Goethe auf der Stiege zu erscheinen. Hat aber dann festgestellt, Goethe steht am Fenster und beobachtet den Studenten, der da unruhig hin und her geht. Und dann fragt sich der Student, hat der alte Herr jetzt vielleicht Angst, dass ich ein neuer Sand bin, dass ich ihm etwas zuleide tun könnte? Das heißt, das hat dann in der Spiegelung schon stattgefunden. Dieser Untergrund von Unsicherheit, Restauration ist ja eine Reaktion auf Revolutionsfurcht, sonst bräuchte man den Begriff ja gar nicht. Der war seit 1815 einfach im Lande. Und deshalb war dieses Thema der Revolution auch unabgegolten. Das war noch unverarbeitet, und Goethe war ja nicht der Einzige, der Memoiren geschrieben hat. Die Flut der postnapoleonischen Memoiren beginnt in dieser Zeit, und Goethe hat sie alle gelesen, hat alle Memoiren aller napoleonischen Generäle, aller Revolutionsüberlebenden und Überlebendinnen, also Madame Roland, und hat Goethe in dieser Zeit verschlungen. Ein unglaubliches Lektürepensum an zeitgenössischer Literatur und vor allem Memoirenliteratur. Und da hat er sich eben auch eingereicht. Und was ist Campagne in Frankreich? Also in dem, vor allem in dem ersten Abschnitt, den er 1820 fertig bekommt, das ist zufällig eben das letzte Kapitel von Campagne in Frankreich, das ist die Darstellung der Belagerung von Mainz, und das ist nun ein Buch, wo es im Wesentlichen um Gewalt geht. Und zwar nicht nur um Krieg, sondern vor allem um Bürgerkrieg, also um revolutionäre und gegenrevolutionäre Gewalt. Und das ist ja das Thema geblieben dann auch. Das ist das Thema des 19. Jahrhunderts geblieben. Und Goethe war immer geistig auf dem Sprung, eine neue Revolution zu erkennen. Und als dann eine auch tatsächlich stattfindet, nämlich in Portugal, dann schreibt er das auch sofort im Tagebuch auf, dass in Portugal jetzt auch eine Revolution ist. Und er schreibt dann über diese Fragen auch an die kompetenten Korrespondenzpartner, nämlich vor allem den Grafen Reinhard, der ja mal französischer Außenminister gewesen war im Direktorium und dann ein guter Freund von Goethe wurde, also ein richtiger
ehemaliger Elder Statesman, also ein Mann, der im diplomatischen Dienst Frankreichs 30 Jahre gearbeitet hat, der war dann der Adressat von diesen Überlegungen Goethes. Und das ist, glaube ich, der aktuelle Hintergrund. Und ich möchte noch eine kleine Korrektur bei Ihnen, Herr Osterkamp, anbieten. Er war ja nicht in Marienbad, er war in Karlsbad. Er hat aber das werdende Marienbad kurz besichtigt. Marienbad wird ja zwei Tage nur. Marienbad wird da erst aufgebaut als neues Unternehmen mit einer Rodung und eine neue Quelle erschlossen, also eine Mineralquelle, also ein neuer Kurort, der eben touristisch vielversprechend ist und eine vielversprechende Investition darstellt. Und Goethe beobachtet das mit großem ökonomischem Sachverstand und sagt, das rentiert 10%, also er kriegt da richtig so den Blick des Aktienanlegers, und er vergleicht es mit der Rodung in Amerika. Er sieht es als eine Art inneres Amerika, und diese Neugierde für das Neue und auch den ökonomischen und technischen Fortschritt, die spielt ja auch immer mit. Also man darf den alten Goethe jetzt nicht zu sehr zum Archivar und zum Selbsthistoriker und zum Menschen des Rückzuges und des Weltabschieds machen. Nein, in derselben Zeit hat er ja immer wieder das Interesse an neuer Technik, an Innovationen, an wirtschaftlichen Entwicklungen bis hinein in die Wanderjahre, wo das ja dann auch ein großes, auch ambivalentes natürlich, aber trotzdem ja auch als unvermeidlich dargestelltes Thema liegt. Und ich glaube, diese Spannung von äußerlicher Beruhigung und untergründig weiterwirkenden epochalen Tendenzen. Das ist vielleicht auch das Verbindende zwischen den Wanderjahren und gerade auch Kampagne in Frankreich, die eben ja völlig parallel entstehen. Zur Kampagne in Frankreich ist ja nochmal nachzufragen, was das eigentlich, das ist ja Autobiografie und gleichzeitig hat es einen hohen Fiktionalisierungs- oder Literarisierungsgrad, ja, was er da macht. Und das ist ja auch anders als andere autobiografische Schriften. Er kann sich nicht, anders als in der italienischen Reise, auf wirklich Material stützen, was ihm dokumentarisches Fundament bietet, sondern er muss doch sehr viel auch tatsächlich extemporieren. Ja gut, er hat eine wichtige Quelle aus Weimar, das ist der Kämmerer Wagner, der im Auftrag von Karl August ein Kriegstagebuch geführt hat. Karl August war eben als preußischer General 1792, 93 dabei, und sein Haushofmeister Wagner, der die Kasse geführt hat und für die Garderobe zuständig war, sein Quartiermeister war, also so eine Art Faktotum, Kammerdiener und Finanzmann, der hat ein Tagebuch geschrieben über seine Erlebnisse 1792, 93, 94. Übrigens letztes Jahr zum ersten Mal ediert aus der Weimarer Bibliothek, wo es in Anna-Amalia-Bibliothek, wo es in zwei Handschriften, die nachträglich noch ein bisschen bearbeitet wurden, vorlag. Und bisher ist es noch nie vollständig vorgelegen. Jetzt ist es da mit wunderbarem Kommentar von Edith Zehm. Und das hat Goethe benutzt, und er hat vor allem die Form übernommen, nämlich die des Tagebuchs. Und er hat zweitens zeitgenössische Analystik verwendet, die auch in Tagebuchform, also journalistische Zeitgeschichte aus den 1790er Jahren, die sich mit den Revolutionskriegen und vor allem der Mainzer Revolution beschäftigt haben, und zwar auch in Form von einer Analystik von Tag zu Tag, also Diaristik eigentlich. Und Goethe fingiert eigentlich die unmittelbare Involviertheit, also er schreibt gar nicht aus dem Rückblick von 1820, sondern er schreibt, als wäre er der Tagebuchautor von 1792, 93 und eskamotiert damit den historischen Überblick. Und das ist auch interessant, weil das Goethes tiefes Misstrauen gegen Geschichtsschreibung als Sinngebung nachträglicher Interessen, das hat er immer kritisch gesehen, unterläuft. Also es zeigt dieses Misstrauen, und diese berühmten Sätze, die dann jeder kennt aus Kampagne in Frankreich, von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen, das ist ja nur aus dem Moment gesprochen. Das sind also so blitzartige Einsichten, wo man sagen kann, ja, das ist vielleicht doch der Stand von 1820 oder 1822 und nicht von 1792, aber es ist eben sozusagen, es ist der Moment des Schocks in der ersten Niederlage. Und so auch am Ende von, das ist vermutlich ja ein Zitat von einem anderen Schriftsteller, dieses von hier und heute,
Es war der erste Tag des neuen Jahrhunderts, heißt es in verschiedenen Quellen. Und die berühmte Szene am Schluss von Belagerung von Mainz, wo er sagt, es liegt nun mal in meiner Natur, ich will lieber eine Ungerechtigkeit begehen als Unordnung ertragen. Diese Szene hat garantiert nicht stattgefunden. Darüber wüsste man Bescheid aus zeitgenössischen Quellen. Die hat er frei erfunden. Das ist einfach eine autobiografische Fiktion, die dem Ganzen nochmal eine sentenziöse Rundung geben soll. Osterkamp? Ich wollte das gerne noch bestätigen dadurch oder durch die Beobachtung, dass er dem Leser der Kampagne in Frankreich nicht die geringste Möglichkeit gibt, sich von dem Geschehen zu distanzieren. Man wird ungeheuer in den Text hineingezogen, alleine schon durch das erste Wort, das lautet gleich. Das ist ein solcher Medias in Res Einstieg. Sie sind sofort im Schlamm drin. Gleich ließ ich mich vorstellen. Und es gibt keine Möglichkeit der inneren Distanzierung von dem, was da vor sich geht. Dann muss man doch vielleicht auch daran erinnern, auch wenn das vielleicht banal klingt, es ist vielleicht nicht programmatisch, aber in meinen Augen doch programmatisch, eine Kriegsdarstellung, die größte Antikriegsdarstellung ist, die deutsche Literatur vielleicht jemals hervorgebracht hat. Der Krieg erhält in dieser Schrift den Begriff Vortod. Jeder Krieg ist Vortod. Was für eine Lokalität. Und dass es Vortod ist, wird tatsächlich sozusagen haptisch bestätigt dadurch, was bei der Kanonade von Valmy, wo die im Schlamm versacken, geschieht. Es regnet, regnet und regnet. Man bleibt im Schlamm stecken. Und wie schütze ich jetzt den Herzog und wie schütze ich die hohen Generäle? Es werden Gräber ausgehoben und die legen sich in die Gräber hinein und dann wird noch eine Plane drüber gelegt. Das ist Vortod. Ne? Und so zieht sich das durch den gesamten Text hindurch und verbindet sich dann mit dem Inbild einer absoluten Kläglichkeit des Militärs. Und das ist, glaube ich, und das mit geradezu mit einem antipreußischen Furor, den es in Weimar ja immer gegeben hat, formuliert. Und verbindet sich da auch schon mit der Reflexion der Frage, kann ich das überhaupt publizieren? Kaum ist er aus dem Schlamm heraus, spricht ihn jemand an und sagt, willst du es Goethe nicht aufschreiben? Und dann sagt ein alter General, der ist viel zu klug, um es aufzuschreiben, weil er ganz genau weiß, dass das der Zensur zum Opfer fallen wird. Also das ist für mich schon eine ganz entscheidende Frage, wie Goethe, der sich übrigens in den Briefen dieser Zeit überhaupt nicht äußert zu diesem schriftstellerischen Plan. Mhm. An ein, zwei Stellen fragt er nach einer Quelle, aber er erzählt niemanden in den Briefen der ersten drei Monate, woran er da eigentlich schreibt. Aber das ist auch ein politisches Werk und mit einem radikal antipreußischen Affekt. Und es ist kein Zufall, dass dieses Werk am Ende damit endet, dass er sagt, der Herzog legt sein Amt als preußischer General nieder. Da geschieht auch irgendetwas ganz Entscheidendes Politisches. Was ich nun besonders faszinierend finde an der Tektonik des gesamten Jahres, ist die Tatsache, dass hier etwas geschieht, und zwar angestoßen von einem Punkt, auf den Gustav Seib schon aufmerksam gemacht hat, dass sich dennoch in der zweiten Hälfte des Jahres 1820 so etwas ausbildet wie ein positiver Blick auf, nicht auf Preußen so sehr, sondern auf Berlin. Berlin war für ihn immer die schlimmste aller denkbaren deutschen Städte. Er hat das einmal besucht, es ist ihm grauenhaft erschienen, das ist ein eigenes Thema, über das zu befinden und zu diskutieren wäre. Und dennoch hat er dort die wichtigsten und besten Freunde, Wilhelm von Humboldt, Zelter, und alle versuchen, ihn nach Berlin zu locken. Und er, er,
ersinnt die windigsten Ausreden, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Er ist nie wieder nach Berlin gekommen, obwohl ihn alles dort hinlocken musste. Und jetzt kommt die Situation, dass auf einmal er Besuch bekommt. Die Sache mit Dannecker, Gustav Seibt hat es zitiert, wird nichts. Goethe gerät in Panik, weil er keine Altersbüste von sich sehen möchte, schreibt dann an Boissere zurück, würde es denn nicht genügen, vor 8 oder 10 Jahren ist ein wunderbarer Gesichtsabdruck von mir gemacht worden, war eben 10 Jahre jünger. Danach könnte er doch arbeiten. Was ist die Sorge? Dannecker ist derjenige, der die berühmte Schiller-Idealbüste gemacht hat. Und die große Goethe-Büste wäre jetzt das Gegenstück geworden. Und das wäre der eine, der jugendlich strahlende Held und da der alte Knabe. Das ist schwer zu verkraften. Nicht gerade, wenn man Idealitätsansprüche an Skulptur hat. Und jetzt auf einmal sitzt er in Jena und von einem Tag auf den anderen bricht die junge Kunst über ihn herein. Da kommt von einem Tag auf den anderen der Staatsrat Schulz, zu dem er großes Vertrauen hat. Und warum hat er zudem so großes Vertrauen? Ja, weil er die Farbenlehre teilt. Und bringt mit sich den Bildhauer Ludwig Tieck und bringt mit sich den Bildhauer Rauch, die jungen Stars. Und es kommt Schinkel. Und er ist das, was man im Englischen swept away nennt. Nicht? Er ist absolut überwältigt und spricht von da an nur noch von den Berliner Freunden. Und das heißt, er bildet ein Vertrauensverhältnis auf zu einer Kunstwelt, von der er genau weiß, dass sie Großes repräsentiert. Schinkel arbeitet an dem Schauspielhaus. Legt ihm wunderbare Landschaftszeichnungen vor, mit denen er überhaupt nicht gerechnet hat. Rauch macht Patsch, Patsch, Patsch und zack, ist eine Monumentalbürste, Büste. Tieck arbeitet an einer Büste und an einem Relief von Knebel. Und so weiter. Auf einmal ist dieses Berlin in seinem gewaltigen Innovationspotenzial über ihn hinweggegangen. Und er spürt auf einmal, wenn ich das richtig interpretiere, wenn ich jetzt die Interpretationshoheit zurückgewinne, müsste es mir eigentlich gelingen, das als Früchte meines eigenen klassizistischen Programms auszugeben. Und deshalb wird sofort sein Kunstadlatus Heinrich Meyer in dieser zweiten Jahreshälfte für Monate nach Berlin geschickt, sozusagen als der weimarische Kunstberater, der jetzt eine ideelle Brücke aufbaut, der Kunstlandschaft Weimar-Berlin. Und das ist auch ganz richtig so. Und das ist vorbereitet, glaube ich, dadurch, dass er sich schon das ganze Jahr über intensiver mit Berlin beschäftigt hat als normalerweise, weil nämlich seine Familie in Berlin gewesen ist. Und die erzählen ihm, also die bringen ganz viel Geschichten mit aus Berlin, und es ist schon sozusagen auch in der ersten Hälfte des Jahres offensichtlich das Tischgespräch geprägt von Berliner Ereignissen, Berliner Erinnerungen. Und dann kommen tatsächlich diese jungen Künstler kurz vor seinem Geburtstag an und es beglückt ihn, dass er mit denen reden kann. Also die führen Gespräche über die Kunst, die offensichtlich, die müssen nicht immer einer Meinung gewesen sein, aber das war anregend für ihn. Und er hatte Gesprächspartner, mit denen er über seine ihn auch bewegenden Fragen sprechen konnte. Weil sie in einem Verhältnis der Verehrung zu ihm standen. Das sie hatten ihn überhaupt nicht in Frage gestellt. Ja, und sie haben... Gleichzeitig haben sie aber über ihre Kunst geredet und da sicher auch neue Ideen, also Goethe gegenüber neue Ideen mitgebracht. Und es wurde ja dann auch sehr realistisch über das Problem einer Goethe-Büste verhandelt. Eine Goethe-Büste zeigte vor allem in diesem fortgeschrittenen Lebensalter ein kleines Problem. Goethes Augen waren asymmetrisch. Das rechte Auge stand deutlich niedriger als das linke Auge. Und darüber hat er sich in aller Offenheit mit Rauch ausgetauscht, wie man diesen reizvollen Makel in einer klassizistischen Büste weder kaschieren noch unangenehm auffallen lassen kann. Und die Lösung ist,
eine leichte Drehung des Kopfes. Und die hat die Rauchbüste ja. Die ist sozusagen nicht ganz drei Viertel, aber es geht so in Richtung drei Viertel. Das heißt, der Kopf ist leicht gedreht, was ihm eine große Lebendigkeit und geradezu Gesprächsfähigkeit mitteilt. Und das asymmetrische Augenpaar ist, wenn man der Drehung der Büste folgt, vollständig erkennbar, ist also nicht kaschiert, aber wenn man vor der Büste steht und den Kopf also so von Halbseite sieht, eben nicht erkennbar. Und diese große realistische Nüchternheit gefällt mir bei Goethe eben auch immer sehr gut. Es ist eben nicht nur Klassizismus, sondern es ist Klassik, die mit der Wirklichkeit sich in ein Benehmen setzt und auch weiß, dieser Kopf ist alt, das Leben ist aus ihm gewichen, nur noch das zum Leben Nötigste ist erkennbar. Aber es gibt eben auch interessante ästhetische Aufgaben mit diesem Kopf. Und ich glaube nicht, dass Goethe nochmal in seinem Leben so freimütig über sein eigenes Gesicht mit einem anderen Menschen, außer vielleicht mit seiner Frau oder so, geredet hat, wie mit diesem jungen, relativ jungen und ja erstmal neuen, den kannte er ja nicht länger, Künstler Rauch. Und was Berlin angeht, ich glaube tatsächlich war da natürlich immer schon die Lockung von Zelter. Er lässt ja auch Zelter immer berichten, was in Berlin in der großen Stadt so los ist, mit der Stadt mit den großen Möglichkeiten, den großen Apparaten, dem riesigen Orchester. Der ersten Faustaufführung in diesem Jahr. Genau, der ersten Hauptausführung und dem Konzertbetrieb und den internationalen Stars, die da kommen. Aber da kommt dann 1820, wo die Gespräche ja sonst nicht so ergiebig sind. Also der Gesprächsertrag dieses Jahres ist weniger ergiebig als in vielen anderen Jahren. Aber kommen sehr lange ausführliche Schilderungen von einem unendlich befangenen jungen Geiger, der nach Berlin geht, um sich das Berliner Musikleben anzuschauen. Und Goethe sagt zu ihm, kommen Sie unbedingt zurück, wenn Sie in Berlin gewesen sind. Ich möchte von Ihnen erfahren, was da los ist. Und mit pochendem Herzen, was der immer betont, dass er so unglaublich befangen ist und so nervös ist, wenn er zu Goethe kommt, erzählt er dann eben doch seitenlang, was in Berlin los war. Und wie Goethe immer wieder fragt, ja, und wie war der? Und wie war dieser? Und wie war jener? Und wie Paganini? Und so. Und Goethe will also ganz genau über das Kulturleben Bescheid wissen, weil natürlich schon klar ist, Weimar kann in dieser Liga nicht mehr mitspielen. Weimar hat einfach die Mittel gar nicht, um diese neuen, hat keinen Schinkel, hat kein Schauspielhaus, hat kein großes Orchester. Also auch diese Fragen, wie groß ist ein Orchester, das will er dann ganz genau wissen. Wie viele Geigen haben die eigentlich in Berlin? Und die haben natürlich viermal so viele Geigen wie das Weimarer Hoforchester. Also insofern spielt das sozusagen mit Teilnehmen an den Ereignissen in Berlin und das heißt ja am kulturellen Tagesgeschehen durchaus eine wichtige Rolle. Dabei ist natürlich immer besonders interessant, wenn dort auch Dinge vor sich gehen, die einen Bezug auf Goethe haben. Darum ist Radziwill und die Faust-Inszenierung natürlich ein ständiges Thema in den Briefen aus Berlin, die davon berichten, wie ihn überhaupt interessiert, wie der Faust in der Welt aufgenommen wird. Es gibt diese langen Gespräche mit Schubert über die mögliche Fortsetzung des Faust in dem Jahr. Und es gibt in England Kopien der Rätschen Umrisszeichnungen zum Faust, wo Goethe sich besonders dafür interessiert, dass die englische Kopie von dem Original etwas abweicht und dass das gerade besonders interessant ist, sich anzugucken, wie etwas sozusagen durch den fremden Blick sich dann nochmal neu verändert. Ich würde aber doch gerne noch, bevor wir dann unbedingt auch zu den Wanderjahren kommen, die ja in diesem Jahr wichtig sind, noch die Beobachtung, Sie haben es gerade gesagt, er redet in den Briefen und in den Tagebüchern eigentlich auch nur ganz kurz von diesen zentralen Werken, die er als Autor unter der Feder hat in dem Jahr. Also die Kampagne in Frankreich wird nicht thematisiert in den Briefen. Und wenn ich mich nicht sehr täusche, von den Wanderjahren auch nur ganz vorsichtig. Also da wird nicht sehr viel drüber geredet. Worüber er viel mehr spricht in all seinen langen Briefen, sind die naturwissenschaftlichen Themen, die ihn beschäftigen. Das sind die Themen, die er teilt mit den mitforschenden Zeitgenossen. Und es gibt eigentlich ein Ereignis in diesem Jahr, was sozusagen Geschichte geschrieben hat, was nicht in der politischen Landschaft stattfindet, sondern in der Entwicklung der Wissenschaft. Das ist die Entdeckung des dänischen Forschers Ørsted, der ja bei Ritter in die Schule gegangen war, mit dem intensiv zusammengearbeitet hatte und mit dem schon Experimente zur Elektrizität und zum sogenannten Galvanismus gemacht hatte. Und der jetzt feststellt, dass die magnetischen Kräfte und die elektrischen Kräfte zusammenhängen. Und zwar passiert das
im Spätherbst. Örsted macht eine Vorlesung und in dieser Vorlesung hält er mehr oder weniger aus Versehen ein elektrisch geladenes Stück Draht in die Nähe seiner Magnetnadel und stellt fest, die wird davon beeinflusst. Wir haben hier eine Wechselwirkung zwischen diesen beiden bisher als separat gedachten Kräften. Und das ist eine Nachricht, die erreicht Goethe sehr schnell. Der Örsted schreibt das an ein paar wichtige Kollegen, und einer von diesen Kollegen schreibt sofort einen ausführlichen Bericht an Goethe. Und Goethe ist elektrisiert, also ihn interessiert diese Entdeckung sehr. Warum interessiert ihn das so? Weil es für ihn ein Beleg ist seiner grundsätzlich pantheistischen Einstellung, dass die Dinge zusammenhängen, dass es ein Gesetz gibt, was alle Phänomene umfasst. Und also er schreibt da im Rückblick, das ist glaube ich in den Tag- und Jahresheften, über das Jahr 1820, dass der immer geheimnisvollere Bezug aller physikalischen Phänomene aufeinander für ihn eine wichtige Rolle gespielt hat. Er hat sich da auch beschäftigt mit den Parallelen zwischen Klattnischen und Seebeckschen Figuren, das bedeutet zwischen den Ergebnissen, die die Forschung der Tonlehre, der Harmonielehre und der Farbenlehre aufeinander hatten. Also wie man das aufeinander beziehen kann, damit beschäftigte er sich dann. Und dann sagt er, als auf einmal in der Entdeckung des Bezugs des Galvanismus auf die Magnetnadel durch Professor Örsted sich uns ein beinahe blendendes Licht auftat. Das ist wieder sind diese Formulierungen, von denen Albrecht Schöne mal gezeigt hat in der Farbenlehre, wie dicht sozusagen das Beschreibungsvokabular an theologischen oder religiösen Zusammenhängen ist. Und hier wird es auch wieder fast wie ein Erweckungserlebnis beschrieben. Es ist ein blendendes Licht, was aus diesem Bericht eines Versuchs, der in Dänemark gelungen ist, auf Goethe sich auswirkt. Und dann versucht er in einer ganzen Folge von, also mehrere Wochen lang, diesen Versuch nachzustellen. Er leiht sich dann die voltaische Säule, die dafür notwendig ist, und dann klappt es nicht und dann klappt es wieder nicht. Und darüber schreibt er ausgesprochen ausführlich. Also die naturwissenschaftlichen Beschäftigungen sind häufig Gegenstand seiner Korrespondenz, sodass man, wenn man die Briefe des Jahres liest, man den Eindruck haben könnte, dass er sich hauptsächlich naturwissenschaftlich beschäftigt. Das gilt auch für die Tag- und Jahreshefte, also die Annalen. Das Jahr 1820 ist ungewöhnlich lang geschildert, und eigentlich fragt man sich, ja, wo kommen jetzt eigentlich die Werke vor, die wir heute noch von Goethe lesen, nämlich Kampagne in Frankreich und Wanderjahre, die kommen dann in drei Zeilen vor, und alles andere ist Naturwissenschaften. Ein zweites Thema der Naturwissenschaft, was ihn ja auch so begeistert, ist die geschlechtslose Fortpflanzung von Pflanzen. Also er wird aufmerksam auf eine Pflanze, die sich eben nicht über Bestäubung, also über die Zweigeschlechtlichkeit fortpflanzt, sondern über Abspaltung. Das heißt, die an den Rändern der Blätter kleine Kinderpflanzen entwickelt, die dann zu Boden fallen und im besten Fall eben im Boden zu Wurzeln anfangen und dann neue Pflanzen bilden. Und er nimmt das als Beleg für seine Theorie von der Urpflanze und von der Metamorphose der Pflanze, sagen der sichtbare Beleg, dass seine Theorie stimmt, und hat auch so ein Pflänzchen in Jena, wo er ja sowieso in der Nachbarschaft des Botanischen Gartens residiert, hat er auf seinem Fensterbrett stehen. Es ist, die Besucher beschreiben, es war immer so unordentlich, so viele Papiere durcheinander, also die Petersflecken eben, und dann eben diese komischen Pflanzen, die alle so kleine Tröpfchen runterfallen. Er sagte, ja, das sind die kleinen Kinder der Pflanzen. Ich habe mir die dann jetzt auch mal angeschaut. Und das ist auch so ein Fall, wo er sozusagen... Ich finde die ein bisschen eklig, wenn ich ehrlich ehrlich bin. Bei mir steht sie oben auf dem Fensterbrett. Ja, ich finde sie nicht die sympathischsten Pflanzen, aber Goethe war ganz verliebt in diese Pflanzen. Aus diesen Gründen, weil sie ihm auch das Gesetz zeigt. Ja. Und so wäre noch vieles zu nennen. Es ist ein riesen geologisches Jahr. Also wie viel Zentner Steine der hin und her geschickt hat in diesem Jahr und immer wieder neu geordnet hat, das ist schon buchenswert. Und die Wolkenlehre hat ihn dauernd beschäftigt, und zwar nicht einfach nur nebenher, sondern ganz zentral und auch in Auseinandersetzung mit seinem Herzog. Aber ich würde gerne noch ein Wort auf die Kampagne in Frankreich zurücklenken wollen und die Belagerung von Mainz.
Man darf nicht vergessen, dass die Kampagne in Frankreich auch eine Ursprungsgeschichte der Farbenlehre ist. Das ist ein durchgängiges Thema, das sich durch den gesamten Text hindurchzieht. Und bei der Belagerung von Mainz wird es ja so sein, dass er vom Kriegsgeschehen, wenn irgend möglich, nicht das Geringste zur Kenntnis nehmen möchte und sich in sein Zelt zurückzieht und Farbenversuche zur Chromatik macht und auch dort erste Manuskripte zur Chromatik ausarbeitet im Lager selbst. Der Beginn der Farben, der Beschäftigung mit den Farben liegt 1790 und wir sind hier im Jahre 1792. Und warum tut er das? Weil der Krieg als Vortod, weil der Krieg als Schlamm, weil der Krieg als amorphes Phänomen für ihn ein Gegenbild braucht in der Ordnung der Natur. Und deshalb ist er den Gesetzen der Natur auf der Spur am Beispiel der Farben, um überhaupt Halt in diesem sich auflösenden Leben zu gewinnen. Das ist nicht einfach nur eine Kuriosität meines Erachtens, sondern das ist genau die polare Ordnung, die Charakteristikum seines Lebens ist. Ich muss die Gesetze der Farben aus der Anschauung erschließen, während sich um mich herum die Welt auflöst. Und während die Festung Verdun beschossen wird, führt er ganze Nächte lang Gespräche über die Farbenlehre. Und kaum ist er auf dem Rückzug in Luxemburg angelangt und kann endlich sagen, jetzt gehe ich nicht nur unter die Dusche und reinige mich. Übrigens, er muss ausgesehen haben wie Sau, nicht? Der sagt es auch ausdrücklich. Meine Haare waren ein einziges Filznest und er muss einen gewaltigen Bart gehabt haben. Auch das ist ja Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen können. Aber kaum ist er in Luxemburg, packt er aus, fragt nach nichts anderem und ordnet seine chromatischen Papiere. Und das hat nichts mit Weltflucht zu tun, sondern das ist tatsächlich sozusagen der Versuch, wie Lukács sagen würde, die Lebensimmanenz des Sinnes dadurch herzustellen, dass ich nach den Gesetzen der Natur frage, während alles um uns herum umgesetzt wird. Und er sagt dann auch in diesem Jahr, als er diese Ørsted-Entdeckung wahrnimmt, dass ihm das eine große Beruhigung war, ist. Dass er das jetzt, dass das plötzlich passt. Also dass die Dinge sich offensichtlich dem, also dass die Gesetze erkennbar werden, die dahinter stehen. Ja. Und um den Kreis der Themen dann noch kurz abzuschließen, fängt er ja auch wieder an, rumzusinieren über die Frage Neptunismus, Vulkanismus. Richtig. Das kommt, also ist noch kein dominantes Thema, das wird dann in den nächsten Jahren nochmal richtig groß, anlässlich des Kammerbergs von Eger, wo er ja hin und her schwankt, ob er die vulkanische oder die neptunische Entstehungsweise für wahr halten soll oder nicht, aber es ist ganz klar, die Sympathie gilt natürlich nicht dem, wie nennt er das, dem Polter, dem Polterwesen, sondern dem allmählichen Wachsen durch Sedimentierung. Ja, er hat ja dann so eine Lösung, dass er das, was sie dann pseudovulkanisch nennen, das sind zwar, die Spuren sind deutlich, da hat Feuer eine Rolle gespielt, aber das soll kein vulkanisches Feuer gewesen sein, sondern ein anderes. Ja. Aber ich würde vorschlagen, dass wir jetzt mit Blick auf die Uhr unbedingt noch zu dem zweiten großen literarischen Werk kommen, was diesem Jahr entstammt, also ganz wesentliche Teile kommen aus diesem Jahr, wobei das auch, das hat Gustav Seibt am Anfang schon beschrieben, auch dieses ist ein Werk, was sozusagen aus Flicken zusammengesetzt wird. Und wie kommt es jetzt dazu, dass er gerade 1820 sozusagen diesen Flicken das erste Mal eine richtige Gestalt gibt? Ich glaube, so kann man das beschreiben, was er in 1820 tut, denn am Ende des Jahres ist er so weit, dass er im Grunde die Drucklegung vorbereitet, der ersten Fassung der Wanderjahre. Das erscheint noch nicht in dem Jahr, aber es wird relativ weit gediehen. Er korrespondiert schon mit Cotta darüber. Und das besteht ja aus Teilen, die er aus der Schublade holt, aber eben nicht nur. Und wie kommt es sozusagen 1820 dazu, dass er sich diesem Thema
Na gut, also die Wanderjahre waren ja schon mal angekündigt gewesen. Er hatte ja um 1810 Cotta schon mal angekündigt, das ist jetzt nur eine Sache des Abschließens, eigentlich habe ich alles im Kopf. Und die ersten Kapitel, diese Josefsgeschichte, das lag ja schon vor und musste weitergeführt werden. Und große Teile des Planes wird er auch tatsächlich im Kopf gehabt haben. Und dann ist es eben tatsächlich eines dieser unfertigen Dinge, die er weiter betreibt in diesem großen Familiensabbatical, das die Schwangerschaft von Ottilie ihm nahelegt. Nicht ermöglicht, kann man sagen, sondern einfach nahelegt. Was macht er in Jena? Da gibt es keinen Hof, da gibt es keine gesellschaftlichen Verpflichtungen. Da hat man die Schreiber und die Bibliothek zur Hand und intellektuellen Verkehr. Dann wird halt weggearbeitet, was geht. Das würde ich erstmal als äußeren Umstand sehen. Und dann war sicher auch ein Auslöser, dass ihm eine neue Novelle von der Hand ging. Also diese Novelle, eine der mehreren Novellen, die in den Wanderjahren vorkommen, wer ist der Verräter oder wo steckt oder stickt der Verräter, also in mehreren Überschriften publiziert, aber immer dieselbe Geschichte, die hatte ja 1819 schon mal Ottilie erzählt und Ottilie wollte sie dann nochmal nachlesen und dann sagt er, nein, die gibt es noch nicht, die habe ich dir nur erzählt, die muss ich noch verschriftlichen. Und dann auf dem Rückweg von Karlsbad geht es ihm von der Hand. Da ist er dann in einem Wirtshaus, hat nichts zu tun und dann plötzlich fängt er an, sie zu schreiben. Und dann schreibt er sie relativ rasch in 2-3 Wochen im September 1820 zu Ende. Das ist eine dieser Geschichten und da haben wir im Vorgespräch also einen unserer ganz seltenen Dissense festgestellt. Ich liebe diese Geschichte unendlich, ich finde sie wunderbar. Herr Osaka mag sie offenbar nicht so. Mein Prädikat für sie ist, es ist das beste Erik Romer Drehbuch, das je geschrieben wurde. Diese Geschichte bis ins Setting hinein, also wie da Spiegel und Sonnenuntergänge inszeniert werden und Kutschen auf und runter und eben eine quirlige Komödie, wo jemand fast die falsche Frau heiratet und einfach weil er zu viel mit sich selber redet, also er ist der Verräter seiner selbst, die Mitwelt unfreiwillig informiert, dass er eigentlich eine ganz andere Frau lieber hätte und das eigentlich auch überhaupt kein Problem ist, er hätte es nur mal sagen müssen, dann kommt es doch zum Lieto Fine, zu einem guten Ausgang, es gibt zwei Hochzeiten am Ende in dieser Novelle und gleichzeitig wird in den vielen Motiven, in denen diese Geschichte erzählt wird, also ein junger Professorensohn, ein junger Beamtensohn, der eine ähnlich gelagerte Frau heiraten will, aber eine andere möchte einen Weltreisenden haben, wird das Epochenthema von Beharrung und Fortschritt oder von zu Hause bleiben und in die Welt gehen, so in einem Kammerspiel eben aufgeführt. Also auch das ist ja nicht so beiläufig, wie es daherkommt. Es ist sehr unterhaltsam, es ist eine richtig lustige Geschichte. Also wenn man sie vorlese, auch mit den Dialogen, am Ende endet sie in einem reinen Dialog, also in einem Bühnenstück, also ohne Erzählerstimme, wo das kluge Mädchen, das alles im letzten Moment auf die richtige Bahn gelenkt hat, ihm nochmal den Kopf wäscht. Dem Verräter seiner selbst, der eben zu blöd war, sich zu artikulieren, dann sagen die Summe zieht, das ist so lustig und so heiter, dass man eigentlich gar nicht glauben kann, dass das gleichzeitig ist mit diesen etwas schwerblütigen Briefen, mit diesen etwas vergrämten, zahmen Xenien und vor allem mit den doch auch recht gestrengen pädagogischen Utopismus der pädagogischen Provinz, auf die ja. wir dann... Die in einem Buch ja, dann... Die dann im selben Buch landet. Auch landet. Ja. Ja. Herr Ostergaard. Ich würde es natürlich nicht ertragen, jetzt diesen Raum verlassen zu müssen mit einem Ausdruck der defizitären ästhetischen Bewusstseins. Es ist tatsächlich nicht mein Lieblingstext von Goethe. Ich mag keine Geschichten, wo mir am Anfang schon durch die Namensgebung klar gemacht wird, wie sie ausgehen wird. Der eine heißt Lucidor oder Lucidor und die andere heißt Lucinde, die er nicht heiraten soll, aber dann weiß ich sofort, die werden das natürlich. Das ist ganz klar. Das ist ein Komödienstoff, der sich meines Erachtens auch ziemlich lange hinzieht.
Aber mir ist ein anderer Punkt viel wichtiger als mein subjektives Geschmacksurteil. Sie haben, Gustav, selbst auf etwas hingewiesen, was mir sehr, sehr wichtig ist. Wie wird diese Geschichte zu einem positiven Ende geführt? Durch starke Frauen. Es sind starke Frauenfiguren, die am Ende das Heft in die Hand nehmen. Und das ist ein Charakteristikum aller Novellen in den Wanderjahren. Das gilt für den Mann von 50 Jahren, das gilt für die pilgernde Törin. Die Törin ist nicht sie, sondern die zwei Männer, die versuchen, sie festzuhalten. Das gilt für alle anderen Geschichten. Und das ist für mich eine der ganz, ganz großen Irritationen der ersten Fassung der Wanderjahre, die dann im Mai 1821, pikanterweise genau in dem Monat, in dem Napoleon auf St. Helena stirbt, erscheint, dass in den Plänen der Wanderer der weibliche Anteil gleich null ist. Das muss man einfach feststellen. Das ist ein großer Zukunftsentwurf einer mobilen Gesellschaft, die soziale Grenzen überschreitet und die regionale Grenzen überschreitet. Und die starken Frauen, von denen Goethe erzählt, und Goethe ist wirklich ein Erzähler starker Frauen, bleiben erst gewissermaßen als der emotionale Rückhalt zu Hause. Das ist für mich ein ungelöstes Problem. Und Goethe selbst formuliert es als ungelöstes Problem dadurch, dass er von starken Frauen erzählt, die schwierige Geschichten zu einem positiven Ende zu bringen vermögen. Deshalb muss eine zweite Fassung, für mich eine zweite Fassung, entstehen. Ob sie für mich überzeugender ist, ist noch eine ganz, ganz andere Frage. Also, das sind so innere Widersprüche der Erzählung. Natürlich schreibt er diese erste Fassung der Wanderjahre zu Ende, weil er jetzt so stolz ist auf die Lysidor-Geschichte. Und an die Lysidor-Geschichte hängt er jetzt nur noch das große Programm des Wanderns an. Passt alles nicht zusammen. Passt wirklich alles nicht zusammen. Es wird einfach, ja, Lukács hätte das erpresste Versöhnung genannt. Das geht ein bisschen weit. Nein, es ist ein Auftrag, sich noch einmal an das Werk zu machen. Vergessen wir eines nicht. Es erscheint 1821 und die Reaktion ist totale Ratlosigkeit. Und ich kann die Leute nicht dafür schmähen. Es gibt drei positive Rezensionen. Und die sind solche raren Vögel, dass Goethe extra noch einen eigenen Aufsatz über diese drei positiven Rezensionen schreibt, rezensionsgeschichtlich ein eigentümlicher Umstand. Also das, und die zweite Fassung der Wanderjahr von 1829 fällt in ein komplettes Loch, wird so gut wie gar nicht wahrgenommen, auch deswegen, weil sie dann gleich in der Ausgabe letzter Hand erscheint. Ja, erscheint. Also es ist, ich will da einfach nur sagen, man kann zu diesen Texten stehen, wie man will, aber es gibt hier objektive künstlerische Probleme, die auch mit der Redakteursfunktion sich nicht wirklich begradigen lassen. Da hat der Redakteur wirklich nicht sehr konzentriert gearbeitet in vielen Punkten. Aber für mich ist viel entscheidender, wenn ich ein Werk von großem sozialprogrammatischen Anspruch, wie die Wanderjahre habe, dann muss ich als Leser auf die ungelösten Probleme achten. Und das sind weniger Probleme der Darstellung als der sozialen Verfasstheit, der sich Goethe in diesem ersten Entwurf, der ja ausdrücklich als erster Teil charakterisiert ist, nicht wirklich mit letzter Konsequenz gestellt hat. Und das zeigt für mich immer eins: Der Erzähler Goethe ist unendlich viel klüger als der soziale Programmatiker Goethe. Wir haben den Abend begonnen mit einem Experiment, was zu tun hat mit der pädagogischen Provinz, die der zweite große Teil ist, der zu den Wanderjahren
noch entstanden ist, 1820. Und ich würde jetzt mit dem Blick auf die Uhr vorschlagen, dass wir damit aufhören, dass wir das noch in den Kontext setzen, wenn es nicht von Ihnen beiden, was eigentlich angekündigt war, noch den Wunsch gibt, dass Sie aus den lyrischen Früchten dieses Jahres noch uns zum Schluss etwas vortragen. Ich kann den Wunsch nicht unterdrücken. Genau, das wollen wir dann vielleicht als allerletztes machen. Und vorher, Gustav Seib, noch zur pädagogischen Provinz. Genau, wir haben uns auf eine etwas fremdliche Weise hinter unsere Stühle gestellt. Wir sind gemeinsam aufgetreten und wir haben die drei Grüße nachgestellt, die die Zöglinge der pädagogischen Provinz entrichten, wenn sie grüßen, und die für die drei Ehrfurchten stehen. Und Anne Bodenkamp stand hier rechts und hat mit auf der Brust gekreuzten Armen nach oben geschaut, und das ist also die Ehrfurcht vor dem, was über uns ist. Also eine bestimmte Form von Religiosität, die in Richtung Transzendenz weist. Ich habe mich mit nach hinten gelegten Armen hingestellt und habe auf den Boden geblickt. Das ist die Ehrfurcht vor dem, was unter uns ist. Und die hat religiös eigentlich eine doppelte Bedeutung. Das ist die Verwurzelung im Terrestrischen, also in der Natur, in der Erde. Aber es ist auch die Religion des Schmerzes und des Leidens, also die christliche Religion, die Goethe in dem Fall ganz klar unterscheidet von der heidnischen Religion, worunter er auch die Religiosität des Alten Testaments versteht, die eben Gott oben und über uns erkennt, ist die christliche Religion, die er auch die philosophische nennt, eben die, die auch das Leiden ehrt und Ehrfurcht vor dem Schmerz und vor dem Tode hat. Also das ist die doppelte Bedeutung dieser Ehrfurcht vor dem, was unter uns ist. Und Herr Osterkamp hat mit herabhängenden Armen strack nach rechts geschaut, so heißt es. Und das ist die Ehrfurcht vor dem, was mit uns ist. Das ist also, sagen wir mal, das Obere, das Kosmologische, und das Untere, das Philosophische nennt, ist das also die soziale Ehrfurcht, also die Ehrfurcht vor dem sozialen Zusammenhang, vor den Mitmenschen, vor denen, die uns gleich sind. Und das mündet in der Theorie der pädagogischen Provinz in eine vierte Ehrfurcht, und das ist übrigens ein interessantes philosophisches Motiv, worüber auch schon Bücher geschrieben worden sind, die 3 und 1, dass es eben in den Triaden, in den denkerischen, religiösen, philosophischen Triaden immer noch ein viertes gibt, das die Sache dann von außen zusammenfasst, und das ist die Ehrfurcht vor uns selbst. Denn diese drei Ehrfurchten führen eben dazu, sich selbst ernst zu nehmen und sich nicht gehen zu lassen und nichts umkommen zu lassen vom eigenen Leben. Und das ist das Ziel der Erziehung in der pädagogischen Provinz, ist am Ende nach den drei Ehrfurchten über uns, unter uns, neben uns, eben die vor uns selbst, also einer Humanität, die nach außen und auf einen selbst gerichtet ist und den ganzen Kosmos umfasst. Also ein schon beeindruckendes, großes Programm, über das ich nicht so hinweggleiten würde als bewundernder Leser. Und ich glaube, es ist gut so, dass wir mit den Wanderjahren heute nicht abschließen müssen, sondern wissen, dass wir im nächsten Jahr wieder mit den Wanderjahren zu tun haben werden, sodass wir jetzt nicht die Sorge haben müssen, dass noch was ganz Wichtiges nicht noch gesagt werden könnte, denn ich hoffe und bin zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr fortsetzen können in dieser Runde. Aber jetzt zum Schluss, Ernst Osterkamp. Ich muss den einen Satz dazu sagen, dass wir natürlich von der Inszenierung der pädagogischen Provinz in einer Hinsicht abgewichen sind. Unter den Zöglingen der pädagogischen Provinz gibt es nur Jünglinge, keine weiblichen Zöglinge. Also Sie sind jetzt sozusagen ein Ehrenmitglied der pädagogischen Provinz geworden. Ich möchte ein ganz, ganz kurzes Gedicht vorlesen, und zwar einfach deswegen, weil mir die Gattung so wichtig ist. Wir alle wissen, dass Goethe zahllose herausragende Gedichte geschrieben hat, aber wir stellen immer wieder fest, jetzt gerade auch aus germanistischer Perspektive,
Es hat sich da ein relativ überschaubarer Kanon von Gedichten herausgebildet, die wirklich gelesen werden. Und was wenig gelesen wird, sind die sogenannten Gelegenheitsgedichte, die aber dem späten Goethe so ganz besonders wichtig waren. Er hat sich immer wieder zu diesen Gelegenheitsgedichten bekannt. Das heißt, das sind Gedichte, die nicht zu Gelegenheiten des geselligen Beisammenseins oder so geschrieben worden sind, sondern in Auftrag geschrieben worden sind zu bestimmten festlichen Anlässen. Und das hält man für höfischen Krimskrams in der Regel, oder man findet das nicht attraktiv. Aber wie großartig das sein kann und wie er mit den Gattungstraditionen konstruktiv umgeht, zeigt vielleicht dieses kleine Gedicht, das er dem Fürsten Hardenberg zum 70. Geburtstag geschrieben hat, also dem wichtigsten Politiker Preußens seit 1810, 1820 nicht unumstritten, genauso alt wie Goethe, und Goethe weist immer wieder gerne darauf zurück, darauf hin, dass er ein Studienfreund von ihm in der Straßburger Zeit gewesen sei. Wenn Sie ein Geburtstagsgedicht zu einer hohen Standesperson, zu einem herausragenden Politiker in dieser Zeit geschrieben hätten, dann hätten Sie eine repräsentative Form gewählt, zum Beispiel Stanzen. Sie hätten dessen politische Bedeutung geschildert, seine größten Taten, alles das, was ihm noch bevorsteht. Und was Goethe jetzt nun tut, ist etwas ganz, ganz anderes. Er schreibt drei kleine Strophen dem Fürsten Hardenberg zum 70. Geburtstag. Wer die Körner wollte zählen, die dem Stundenglas entrinnen, würde Zeit und Ziel verfehlen, solchem Strome nachzusinnen. Auch vergehen uns die Gedanken, wenn wir in dein Leben schauen, freien Geist in Erde schranken, festes Handeln und Vertrauen. So entrinnen jeder Stunde fügsam glückliche Geschäfte, segen dir von Mund zu Munde, neuen Mut und frische Kräfte. Sie merken, da wird überhaupt kein einziges politisches Faktum angesprochen, sondern es wird der Entwurf eines heiter gelösten, konstruktiven, tätigen Lebens entworfen, entwickelt, das sich fast loslöst von der besungenen Person. Und wenn Sie darüber den Titel setzen würden, dem Geheimen Rat Goethe zum 70. Geburtstag, so könnte es absolut derselbe Text sein, ein Text, der gewissermaßen aus dem Geiste der Weltfrömmigkeit, pädagogische Provinz, den Entwurf eines konstruktiven, produktiven Lebens entwirft, nichts mehr zu tun hat mit höfischer Huldigungsdichtung, sondern eine Selbsthuldigung einer bürgerlichen Existenz darstellt. Großartig. Wollen wir damit schließen und aber auch noch die Gelegenheit geben, wenn noch Fragen aus dem Kreis sind, zumindest zwei, denke ich, wenn welche da sind. Wenn wir nicht so erschöpfend durch das Jahr 1820. Sollten nicht. Ja, und außerdem sind wir natürlich, wir haben hier eine Klimaanlage, die die Luft rauszieht. Also das, ja, die ist nicht an. Die Luft ist schon schlecht. Die ist schon an, ja. Aber wir sollten es jetzt nicht mehr sehr viel verlängern, das ist völlig richtig. Wir brauchen dann auch frische Luft, wenn wir hier zu fast etwas über 40 Personen im Raum sind. Gibt es eine, ja, Herr Lars. Sie haben ein Bändchen erwähnt, das im Beck Verlag erschienen ist. Das ging so schnell, dass ich den Autor nicht gehört habe. Der Autor ist Goethe und das Bändchen sind zahme Xenien. Das heißt, sie sind zum ersten Mal separat aus der Weimarer Ausgabe herausgelöst worden. In den sonstigen Gedichtausgaben sind sie meistens zerstreut, weil sie chronologisch sind. Und zwar in der Weise gedruckt, wie Goethe sie selber in der Ausgabe Letzte Hand angeordnet hat. Und Sie sehen, da ist sehr viel Platz unten, weil Goethe die Gedichte in Beziehung setzen wollte und sie nicht einfach hintereinander drucken wollte. Und
Das ist die einzige Ausgabe nach der Weimarer Ausgabe, wo diese von Goethe selber bestimmte Anordnung der zahmen Xenien wieder reproduziert wurde, leider mit ein paar Druckfehlern. Der Clou des Bandes ist das Nachwort von Martin Mosebach, das für mich zum ersten Mal augenöffnend überhaupt herausgehoben hat, was für ein großartiges Korpus diese zahmen Xenien sind. Also sehr, sehr lesenswert. Textkritisch wäre noch Luft nach oben, aber immerhin, es ist diese originale Anordnung und es gibt dieses wunderbare, sehr lustige Nachwort von Martin Mosebach, wo er das erstmal vergleicht, ist das nicht Poesiealbumsliteratur? Und ja, es ist auch Poesiealbumsliteratur, aber eben von einem ziemlich schrägen Typen. C.H. Beck Verlag. Danke. Hier. Jostetsche Entdeckung ist, ein fließender Strom hat magnetische Folgen. Sie haben geladen gesagt, nein, dann richtig, es ist wichtig, dass der Strom fließt und dann gibt es magnetische Wirkung. Danke. Eine ganz fantastische Entdeckung. Ja. Ganz krass. Das war eine wichtige Entdeckung. Ja. Ja, dann denke ich, machen wir hier einen Punkt und bedanken uns, dass Sie da waren und wünschen Ihnen allen bleiben Sie gesund und kommen Sie gut nach Hause.